in Weinand, frohe Ostern. Ja, ich habe euch jetzt ein wenig Gartenlern, aber bei uns ist jetzt allgemein beruflich auch ein wenig rundgegangen. Das Corona ist doch, tja, die einen werden heimgeschickt und die anderen können sich quasi da ein bisschen erinnern. Bei uns war es jetzt mehr so ein wenig der Renner, die noch. Und ja, mit dem Ostern ist es immer so, dass bei uns recht viel das ist. Hat jetzt ein bisschen dauert. Außerdem habe ich im Garten ein Projekt gehabt, zeige ich euch aber auch noch den Tag. Tja, der Grund des heutigen Videos ist ein sehr schöner Anlass. Ich habe mir letztens auf ein Mineralwasser mit einem Spätzl zusammengeguckt. Ja, und da haben wir lange hin und her geredet und er hat auf Deutsch schon einen Kittel gehabt. Eine Jacke. Ein Hemd, wenn man will. Entscheidet das gleich selber. Und das hat er mehr oder weniger über gehabt. Und ich grüße auch gerne, ob ich das nicht haben möchte. Nämlich, habe mir das angeschaut und was der dafür wenn ich so will, ist der Kollege Spezialist für Drucksachen. Er macht das selber. Nochmal danke dafür. Und ja, was wir zaubern haben, möchte ich euch jetzt zeigen. Sieht man jetzt auch bei der Fernsehküche öfter ein wenig so, ich kann nicht wissen, so mehr so Jeans-Material. Aber nun kommt's. Wir haben das ganze Ding natürlich bedruckt. Schaut euch das einmal an. Also ich finde es klasse. Da hat die Song, oder? Ist gut geworden. Ja, ich schlüpfe mal in das Ding rein und schauen wir, ob es euch auch gefällt. Ja, da sind wir wieder. Und? Der Song schaut ganz gut aus. Oder? Und ja, vielleicht zeigt man das dann sogar öfter jetzt mal, wenn man sich mal wieder zum Grün aufbegibt. Mir gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich finde es richtig toll. Auch bequem. Toller Stoff. Auch relativ dick. Ich hoffe, dass das im Sommer nicht zu warm wird. Auf der anderen Seite, beim Grün ist das eine tolle Sache, wenn der Stoff ein wenig was hergibt. Besonders an die Ohren. Ich habe das öfter mal, dass ich da einmal eine Stunde oder zwei oder drei da stehe am Grün. Und da ist ein langer Ärmel echt ein Segen. Könnt ihr mal gern, was gehört gehört, Hüft gehört, wie man auch. In dem Fall ist das super wohl. Ja, einmal einen schönen Feiertag, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, bleibt meine Freunde, servus.